Hallo, willkommen zurück bei Aegirist Zero. Über ganz Kralta herrscht immer noch der Finsterfürst, wie heißt der gleich, Samariel. Aber unsere Heldentruppe ist nach wie vor dabei, ihm die Suppe gehörig zu versalzen. Wir wollen jetzt über die Narbenberge rüber, zurück nach Kralta und dann irgendwas, keine Ahnung was genau, mit dem Artefakt machen. Was wir von wem haben wir das eigentlich bekommen? Von, ach, der Typ, der gefangen war in dem Berg und der befreit wurde. Ach, ich habe den Namen wieder vergessen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber dieses Projekt geht ja jetzt auch schon ein paar Monate. Und ich spiele das ja auch immer nur häppchenweise. Gut, aber langer Rede, kurzer Sinn. Wir gucken mal, was uns hier am Fuße der Narbenberge in Fort Sabash, würde ich es mal aussprechen, erwartet. Ach ja, ich glaube, Shinini war noch niemals in Kralta. Ich glaube, die ist da auch nicht so gern gesehen. In Kralta werden ja alle Leute aus Findestre immer für furchtbar böse gehalten. Und Shinini hat ja schon gezeigt, dass sie nicht böse ist, nur ein bisschen, ja, seltsam, sagen wir mal. Dana überrascht mich immer wieder, oder eigentlich nicht. Sie ist immer so praktisch in ihren Gedanken. Man kann so ein Abenteuer, so eine Quest erst dann als Erfolg werten, wenn man auch halt nach Hause zurückgekehrt ist. Hörst du das auch? Genau, das Nichts, die Stille. Wir haben überhaupt keine Musik. Leo.
どうしたんだ？早く休まないと。それは何を持っているんだ？ Also ich muss echt sagen, Mimels Haare gefallen mir echt super. Ist bestimmt ein riesen Aufwand, waschen und bürsten und so, aber sieht gut aus. Was ist mit Mimel los? Ist sie wieder krank? Ja, Leonis hat dieselben Gedanken. Leo, Mimel, suchte ich. Übrigens, der Typ, von dem wir das Artefakt bekommen haben, heißt Kalinu, ist mir gerade wieder eingefallen. Und das Artefakt heißt Werdepfad. War mal das weg? Wieso ist das weg? ミメル、何をもって？それはヴェルダファードとハスカリヌの土では。どうしてミメルが？それはダメよ、勝手に持ち出したりして。大切なものだって分かってるでしょ。さ、それを返して。待て、アルジン。ミーメルから闇の気配がする。Was ist denn jetzt kaputt? Also offensichtlich hat Mimel gerade das Artefakt Werdepfad gestohlen und den Hammer von Kalinu und Galios bemerkt auch eine dunkle Aura rund um Mimel. Hä? Du sprichst in Rätsel. あるべきところに持っていくだけです。だからトライゾン城塞に持っていくんだろ。Mimel möchte die Artefakte genau dahin bringen, wo sie hin sollen. Und Neil erklärt ihr, das ist ja wohl Trizon Fortress, oder etwa nicht? 違います。本当の持ち主のところです。Der wahre Besitzer des Artefakts, das Kalinu geschmiedet hat. Das kann ja eigentlich nur Kalinu sein und Kalinu lebt aber nicht mehr. Wer soll also der wahre Besitzer der Artefakte sein? せっかく作ったのに勝手に持ってかれたり勝手に使われたりしたら。Ich verstehe kein Wort. Wir sollten das nicht getan haben. Wir dürfen sie nicht von ihr nehmen. Oder wir dürfen sie nicht benutzen, wenn sie gerade fertig geworden ist. Womit? Was soll das? それにハスカリヌの土なんて。Ja, was wir mit Kalinus Hammer machen können, ist doch offensichtlich. Wir können damit Artefakte
wieder zerstören, die Kalinu geschaffen hat. Artefakte, die nichts als Leid und Krieg über die Welt bringen. Niemelまで, was sagst du? Ist das überhaupt Mimel, die da spricht, oder steht die unter dem Einfluss von irgendwem, oder ich weiß es nicht. Die spricht doch so komisch. So streng auf einmal, so wie, ja, fast wie Friedelinde, hätte ich beinahe gesagt, ja. Tja, es ist jetzt wirklich die Frage, ist das irgendwie ein Einfluss von außen, der Mimel jetzt so komisch werden ließ? Oder war das schon immer Mimel? Und sie hat jetzt nur auf eine Gelegenheit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gallius ist sich sicher, dass diese böse Aura nicht von einem Diener von Zamariel stammt, also nicht von Azest, Vashtor oder Giganda. Ja, wenn Gallius das alles schon weiß, dann sollte er eigentlich auch wissen, dass ein Kampf mit Mimel jetzt eine absolute Narretei wäre. Ja. Ja, aber warum ist sie jetzt 270 Folgen mit uns gelaufen? Oder na, ganz am Anfang, doch, war sie in Folge 1 schon dabei, ich weiß es gar nicht mehr. Um jetzt die Artefakte zu klauen. それは敵じゃない。ミーメル。たとえ君でも。いや、君だから。僕は君を止める。仕方ありません。じゃあ、力ずくでいきますね。 Ja, zum Glück für uns haben wir Mimel ja nicht aufgelevelt. Ist ja Level 7 oder 8 oder so geblieben. Ich habe, oder 12 oder irgendwie sowas. Ich habe ja am Anfang ein bisschen mit ihr gespielt, aber später gefiel mir Tetora ja besser und danach Shenini. Einfach weil Mimel ja auch immer diese dunkle Mimel hat immer diese dunkle Magie gehabt, fällt mir gerade auf. Das hätte vielleicht auch ein Hinweis sein können. Ja. Gut, was machen wir denn jetzt? Aufstellung.
Also in dieser Folge nur noch eben die Aufstellung. Und wer das nicht sehen will, kann zur nächsten Folge skippen. Dann geht der Kampf los. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Das können wir da stehen lassen. Da. Mal eben gucken. Zack. Drei. Da. Mal gucken, ob das was bringt, wenn Neil dahin geht. Ja, der kann mit einem Schritt dann hinter Leonis gehen. Genau, dann kommt hier Calvina. Der deckt die beiden ab. Und für Nini Alice, das. Eigentlich müsste Alice nach hinten, ne? Um am besten zu heilen zu können, aber Shinini kann ja auch heilen. Dann lassen wir das mal so. Puh. Ach ja, geil. Und Leonis hat nur wenig Hitpoints, weil wir ihn irgendwie neu ausgerüstet haben. Er hat ja irgendwie so ein HP Plus oder sowas bekommen. Genau. 50% mehr Hitpoints, aber wurde nicht geheilt. Na super. Ja, das kann ja was geben. So, und alles weitere gibt es dann in der nächsten Folge. Also, bis gleich. Tschüss.